Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem Tag mit mir und meinen Schafen. Heute Hausschlachtung, Bolzenschussgerät. Und dann geht's gleich los. Da stehen die Mastlämmer. Ja, und an diesem Punkt beenden wir die ganze Sache. Und zwar ist das hier nicht so einfach bei der Hausschlachtung. Also ich möchte erstmal erklären, wer darf das und warum geht das nicht so schnell. Und zwar ist das so, dass jeder, der so einen Sachkundelehrgang gemacht hat, das schimpft sich irgendwie betäuben und töten oder so, der darf ein Tier töten. Und das ist in den meisten tierwirtschaftlichen Ausbildungen mit drin, aber auch der Schafzuchtverband oder so, die machen auch Kurse dazu, die euch auch das ermöglichen, dass ihr selber zu Hause ein Tier schlachten könnt. Ja, hier ist mein Schlachtbereich, also da so eine Winde zum Aufhängen, ein Abfluss für Wasser, das in die Kläranlage geht und halt ein Bearbeitungstisch auf Scharniere, dann ist der da mit einer Kette fest, um hier ein bisschen mehr Platz zu haben. Ja, so sieht das aus, wenn das Ganze aufgebaut ist, also beziehungsweise wenn das Tier dann zum Zerlegen. Dann habe ich noch ein Brett, um die Folie nicht zu beschädigen, zum drauf rumschneiden und so. Tatsächlich ist es so, dass diese Geschichten ohne Auflagen sind. Das heißt, ihr könnt euer Tier überall schlachten, im Garten, in der Garage. Das liegt an euch, da die heimische Küche an keine Hygienemaßnahmen gebunden ist. Tatsächlich ist es halt so, wenn ihr gewerblich schlachtet, dann müsst ihr einen angemeldeten Schlachtbereich haben. Bei einer Hausschlachtung braucht ihr das nicht. Einfach aus dem Grund, weil so in diesen privaten Geschichten, da darf niemand halt eingreifen. Ja, wenn ihr also ein Tier habt und Besuch hat sich so angemeldet und ihr wollt es schlachten, dann geht es da in dem Moment auch noch nicht so schnell. Und zwar müsst ihr als allererstes beim Kreisveterinär anrufen und euch einen Termin geben lassen, wann es möglich ist. Und zwar muss dieser kommen und eine Fleischbeschau machen, nachdem das Tier erlegt wurde. Beziehungsweise, wenn er euch noch nicht kennt, kann es sein, dass er das lebendige Tier sehen möchte, um zu gucken, ob das Tier auch gesund ist, was ihr dann schlachten wollt. Dann will er euer Zertifikat sehen, dass ihr das dürft, und dann kriegt ihr halt von ihm einen Termin, wann er dann vorbeikommt und diese Fleischbeschau macht. Das bedeutet, ihr müsst alle Därme und alles erstmal aufheben, bis er das abkontrolliert hat. Das heißt, wenn ihr jetzt den Pansen weiterverarbeiten wollt oder so, dann könnt ihr den noch nicht sauber machen, oder beziehungsweise je nachdem, wie ihr das abgesprochen habt, was er so sagt, muss er erst vorbeikommen und das Tier begutachten. Bei der Hausschlachtung ist es halt so, dass ihr das Fleisch nur im eigenen Haus verarbeiten und verwerten dürft. Das heißt, im eigenen Haushalt, ihr dürft das nicht verschenken, ihr dürft das nicht an Dritte abgeben oder verkaufen. Das ist nur für euch bestimmt, und dementsprechend ist es dann eure Sache, wie ihr die Dinger dann verarbeitet. Ja, was braucht man alles dafür? Also in erster Linie habe ich ein Bolzenschussgerät. Das habe ich nicht nur zum Schlachten, sondern das macht Sinn, wenn man mal ein Tier erlösen muss. Und ja, es ist halt so, dass der Tierarzt nicht permanent auf Abruf erreichbar ist, dass das am Wochenende Wochenenddienst oder irgendwie kommt irgendwas dazwischen, ne? Und um das Tier nicht unnötig leiden zu lassen, macht das halt Sinn, sowas zu besitzen. Ab einer bestimmten Menge an Tieren oder je nachdem, wie sowas vorkommen kann. Also es kann immer vorkommen, man kann davor nicht weglaufen. So eine Darmverschlingung oder ein Tier reißt sich irgendwie den Bauch auf oder ähnliches. Also das kann alles vorkommen. Tatsächlich habe ich mir den aber erst seit ein paar Jahren angeschafft. Ich habe auf einer Deichschäferei ausgeholfen, und da sind ein paar Hunde in die Lämmerherde reingekommen, und dann
mussten wir ein paar Lämmer erlösen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt macht das wohl Sinn, sowas zu besitzen, für den Fall, dass irgendetwas passiert. Ja, wie gesagt, darf man aber nur mit einem Sachkundenachweis, wenn man so einen Lehrgang gemacht hat und dann ein Messer zum Entbluten, ein kleines ist halt, ne, für kleine Tiere, ein Messer habe ich dann noch zum Zerlegen und eins habe ich noch, um das Fell zu lösen, also ein Plastikmesser. Ich finde, das ist ganz praktisch, es funktioniert damit sehr gut. Wenn das alles erledigt ist, habe ich noch eine Axt mit Kunststoffgriff und eine Knochensäge, um das halt alles noch ein bisschen feiner zu machen. Und um das Ganze dann zu verpacken, habe ich noch ein Vakuumiergerät, so ein einfaches, so ein günstiges. Da kommt eine Tüte rein, das saugt dann die Luft raus und dann ist es gut. So, die nächste Sache ist, ja, was macht man dann mit den ganzen Fellen und den ganzen Sachen, die man halt nicht braucht, die es zu entsorgen gibt? Also im eigenen Grundstück zu verbuddeln, das ist verboten, das ist nicht erlaubt. Irgendwo in den Wald fahren oder so ist auch nicht okay. Oder beziehungsweise in den Hausmüll, in den Restmüll zu schmeißen, sollte man auch nicht machen. Und zwar kann man bei der Tierkörperbeseitigungsanlage anrufen, denen eben Bescheid sagen und dass man halt Schlachtabfälle hat. Die holen sie auch ab. Die muss man dann einfach nur in eine große Mülltonne stecken. Ihr könnt da so eine Papier- oder diese ja, halt große Mülltonnen nehmen. Nicht diese kleinen, dünnen, die können die nicht so gut greifen, aber die großen, dicken Mülltonnen hinterher einfach abspülen und dann läuft das. Ich nehme meistens so eine Papiertonne dafür. Ich schlachte nicht oft, tatsächlich vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Also nichts ja, Außergewöhnliches. Aber dann braucht man halt keine Extratonne für kaufen, sondern kann halt die Mülltonne einmal dahinstellen, hinterher sauber machen, dann läuft das. Ja, um das zu machen, ruft man da halt an, ne? Dann macht man sich einen Ausdruck. Das ist, also bei uns ist das Rendak, die das machen. Und auf der Seite kann man halt so einen Zettel ausdrucken. Na, dann füllt man dieses Stück hier nur aus und legt das in ein Glas dazu, damit das halt nicht aufweicht, nicht, na, stellt man halt daneben vielleicht einen Stein drauf oder so. Und hinterher kommt so ein Zettel wieder. Und der ist ganz wichtig, den muss man aufbewahren, sollten irgendwelche Unstimmigkeiten da sein oder so, ne? Dann hat man diesen Bescheid und dann war es das auch. Aber wie gesagt, so ein Sachkundenachweis, der ist zwingend notwendig, dass man das legal machen darf und dann hat man auch keinen Ärger mit. Das bedeutet, selbst wenn ihr dann für andere Leute dieses macht, also ihr dürft für andere Leute dann das Schaf betäuben und töten, er darf das dann hinterher auseinandernehmen und verarbeiten, das ist kein Problem. Nur das Fleisch, wie gesagt, darf nur im eigenen Haushalt verwendet werden und beziehungsweise nur im eigenen Haushalt auch konsumiert. Ja, so ist das. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe halt versucht, das so schonend wie möglich zu erklären, ohne dass irgendwie ein Tier dafür leiden musste, beziehungsweise im Moment habe ich auch nichts, was ich schlachten kann. Diesen Raum nutze ich, wie gesagt, für mich selber. Den habe ich halt selber so ein bisschen renoviert und nutze den. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Nebenraum, der kommt als nächstes dran. Da kommt ein Waschbecken und eine kleine Räucherkammer hin. Hier mache ich auch meine Hühner fertig und so. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, na, ruhig in die Kommentare schreiben und dann bis zum nächsten Mal.